Oh, hallo, ich möchte heute mal etwas zeigen. Und zwar, ich habe hier seit einigen Jahren einen alten Kurzwellentransceiver, einen Jesu FT-101ZD. Das ist ein Gerät aus der sehr bekannten Foxtango 101 Serie. Und zwar der letzte, der hat mit den ursprünglichen relativ wenig zu tun, sondern ist eine verkleinerte Version des FT-901. Und ZD steht eben für Digitalzähler. Dieses Modul, die digitale Frequenzanzeige, die heute Standard war, war damals eine Sonderoption. Die musste man extra bezahlen. Und das war dann eben das ZD-Modell. Man konnte aber auch das alte Z-Modell aufrüsten. So, genug dazu. Das Bedeutende an diesem Gerät ist, es hat noch eine Röhrenendstufe. Von heutigen Transceivern ist man es ja gewohnt. Man schließt eine Antenne an, die halbwegs 50 Ohm hat und sendet und dann passt alles. Hier ist das alles noch etwas komplizierter. Man muss den Treiber abgleichen mit dem Preselektor. Der gilt übrigens auch für Empfang. Ist ein Knopf. Der wird so eingestellt, dass er frequenzsynchron ist. Intern, also man muss sich da nicht weiter drum kümmern, wenn man es einmal richtig gemacht hat. Und dann gibt es hier den Plate-Knopf. Das ist der anodenseitige Drehgo. Mit diesem bringt man das Ausgangsfilter auf Resonanz mit der Sendefrequenz. Und schließlich gibt es noch den Loading-Knopf. Der gibt an, wie viel Leistung wirklich ausgekoppelt wird. Beziehungsweise genauer dient er zur Impedanzanpassung an die Antenne. Das heißt, man kann auch Antennen, die nicht genau 50 Ohm haben, in gewissem Rahmen anpassen. Also so ein etwas schlechteres SWR, wo ein Transistorreceiver schon runterregelt, macht dieser Kiste hier überhaupt nichts. Was man sieht, ist dieser Knopf, Plate, hat einen Feintrieb. Ich kann hier ewig drehen, bis ich eine halbe Umdrehung hinbekomme. Das ist aber auch notwendig. Man wird nachher sehen, dass die Einstellung auf Resonanz ziemlich schmal ist. Da muss man ziemlich feinfühlig vorgehen und der Feintrieb ist eine ziemliche Hilfe. Der Preselektor hat übrigens aus demselben Grund auch einen Feintrieb. Ja klar, Bandwahlschalter ist soweit klar. Ich nehme als Demonstration einmal das 40 Meter Band und zwar die Mitte von 7,1 MHz. Was sonst noch zu erwähnen ist, ist der Drive-Regler. Mit dem stellt man in Abstimmen in CW, in FM und bei SSB mit Nutzung des Kompressors die Sendeleistung ein. Nur wenn man den Kompressor, den HF-Prozessor hier nutzt, dann wirkt bei SSB der Drive-Regler. Benutzt man diesen nicht, ist er unwichtig. Er kann auf 0 stehen, die Sendeleistung kommt trotzdem raus, es hängt dann nur von der Mic-Gain ab. Die stelle ich auch mal auf 0. So, und jetzt gibt es noch einen weiteren Schalter, der hier interessant ist. Wir nehmen, und zwar dieser hier. Der ist zuständig für die Anzeige, was das Instrument hier anzeigt im Sendefall. Es gibt Power Out, oben, Mitte Anodenstrom, unten ALC. Wir lassen diesen mal auf Anodenstrom. Da wir hier ja ein schönes Kreuzzeigerinstrument haben, was uns die Sendeleistung anzeigt. Und übrigens, wir stimmen ab in eine Dummy-Load. So, normalerweise würde der erste Schritt jetzt sein, den Preselektor auf maximalen Empfang abzugleichen. Wir haben eine Dummy-Load dran, also haben wir keinen Empfang, aber wir haben den Eichmarkengeber. Deshalb benutzen wir den jetzt einfach mal, um uns ein Empfangssignal zu simulieren. Jetzt haben wir den maximalen S-Meter-Ausschlag und damit ist der Preselektor schon mal vorab gestimmt. Man wird ihn noch etwas nachgleichen müssen, da er im Empfang etwas breiter als im Sendefall ist. Aber wir sind schon mal etwa richtig. Gut, den Mode-Schalter stellen wir auf Tune. Im Tune-Modus sendet der Sender, sobald man eine PTT tastet,
oder eben den Sender tastet, ja, sendet er einen Träger aus. Man kann es auch in CW machen und die Taste drücken, aber das mache ich sogar bevorzugt, weil es einfacher ist, an diesem Schalter zu drehen. Aber da jetzt nicht jeder eine Morse-Taste dran haben wird, würde ich einfach mal sagen, wir machen es mit diesem Schalter. Und zwar, wir schalten auf Manually Operated X mit. Jetzt sehen wir hier den Ruhestrom. Kann sein, dass es ein bisschen hell ist für die Aufnahme, ich drehe es mal dunkler. Also sehen wir hier den Ruhestrom von 50 mA. Den kann man übrigens auch nachgleichen, wenn er nicht stimmen sollte. Jetzt erhöhen wir mit dem Drive-Regler den Strom etwas. Ich nehme für den Anfang immer etwa 100 mA. Der nächste Schritt ist mit dem Preselector nochmals das Maximum zu suchen. Da hatten wir jetzt Glück, es hat schon gestimmt. Ja, und als nächstes wird der Ausgangskreis auf Resonanz abgeglichen. Und zwar macht man das, indem man Plate langsam durchdreht, bis man den sogenannten Dip findet. Hier, der ist relativ klein, da ich wenig ausgesteuert habe, aber der Dip ist das Minimum an Anodenstrom. Und das bedeutet, dass der Ausgangskreis in Resonanz ist. Jetzt können wir die Leistung schon mal etwas erhöhen. Und jetzt sehen wir hier auf unserem schönen Powermeter schon, wir haben schon etwas Ausgangsleistung. Allerdings ist die Impedanz der Dummy Load noch nicht richtig angepasst. Und das macht man, indem man Loading langsam erhöht. Man sieht, die Leistung wird mehr. Und irgendwann wird es nicht mehr. Das ist hier etwa in der Stellung 4 der Fall. Dort bleibt man. Das beeinflusst die Resonanz ein wenig. Deshalb gleichen wir die nochmal nach. Jetzt haben wir 35 Watt und wenn wir voll aussteuern, 130 Watt. Und das war's, damit ist der Sender abgeglichen. Gut, das Video hat jetzt 8 Minuten gedauert, da ich relativ viel gelabert habe. Aber wenn man da etwas Übung hat, hat man den Sender in wenigen Sekunden abgestimmt. Etwas lästig ist eben, dass man schon, wenn man nur 50 kHz oder 100 kHz wechselt, nachgleichen muss. Allerdings ist das meistens nicht viel Aufwand. Man muss nicht diese gesamte Prozedur machen mit Tunen, Träger setzen und so weiter. Man kann einfach den Preselektor etwas nachziehen und die Anodenresonanz. Loading muss man bei kleinen Änderungen kaum anfassen. Außer vielleicht auf dem 160 Meter Band. Aber das steht auch alles in der Anleitung. Ja, das war's dann soweit.